Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einem Shop vom 14.08.2019. Hier unten steht übrigens Patch Notes geht ab 4 Uhr, das sind 10 Uhr, ist dann ab 10 Uhr. Denke ich mal. Ja, offline. Dann kommt das Patch, der Patch 10.10. Bin gespannt. Epic macht was draus, ansonsten habt ihr verkackt. So. Also. Wir haben heute einen neuen Backbling im Shop. Ja, das war's. Wir fangen aber auf der rechten Seite an mit dem Spielspezialist, beziehungsweise mit der Spielspezialistin. Ich bin ein bisschen irritiert, hä? Was den Rocky anbelangt. Den gibt's doch so schon. Nee. Hab ich auch erst gedacht. Sieht der anders aus? Ja. Weißt du, sag ich dir. Gucken wir uns dann später mal an, weil den müsste ich ja auch haben. Mhm. Okay, Spielspezialistin. Recon Specialist für 1200 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 5 von 10. Von mir 6 von 10. 4,07 von 5 bei 86 wurde zum ersten Mal am 26. November 2017 im Shop gewesen, seitdem 40 mal 107 Reminders. Dann kommen wir zu Let It Rain. Let It Rain. Oder Make It Rain. Lass es regnen für 500 V-Bucks. Fand ich eigentlich ursprünglich ganz witzig. 7 von 10. 8 von 10. 4,365 bei 25 Votes, zum Beispiel am 6. März 2018 im Shop gewesen, seitdem 20 Mal und 33 Reminders. Golfschläger. Der Golfschläger. Driver. Der Driver. Ja, gut, bin ich jetzt nicht so ganz begeistert von, kriegt von mir 6 von 10, von 500 V-Bucks das Teil. Von mir 7 von 10. 3,92 von 5 bei 13 Votes zum ersten Mal am 14. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 17 Reminders. Gut, dann kommen wir zu den Elektro-Swing. Der ist mega geil und das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Von mir 500 auch. V-Bucks das Ding. 4,68 von 5 bei 125 Votes zum ersten Mal am 22. Oktober 2018 im Shop gewesen. Sind 12 Mal und 518 Reminders. Wahnsinn. 518 ja. Reminders, das ist heftig. Birdie? Den Birdie finde ich ganz schnuckelig. Ja, ist zwar jetzt nicht die Farbe, die ich mir da vorstellen würde, aber ist halt ja, ein Mädchen, ne? Für 800 V-Bucks kriegt von mir 6 von 10. Von mir 5 von 10. 3,58 von 5 bei 33 Votes meist beim 14. April 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 mal 26 Reminders. Dann kommen wir zu dem Zusammenreißer. Ja, den finde ich jetzt nicht wirklich prickelnd. Für 200 V-Bucks 6 von 10. Von mir auch. 3,18 von 5 bei 22 Votes meist beim 3. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 mal und 43 Reminders. Dann kommen wir zu Schlürf. Schlürf. Auch da muss ich sagen, ich weiß, die ist ziemlich beliebt. Ich finde nicht, dass die gut aussieht. Klickt da mal unten bitte durch. Also mir gefällt das überhaupt nicht. Von mir kriegt die 4 von 10. Bei mir kriegt die 9 von 10. 700 V-Bucks. 4,33 von 5 bei 18 war zum ersten Mal am 17. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem 2 mal 55 Reminders. Dann, ja, tun wir erstmal zum Raptor. Ja, zum Velocity? Velocity, zoom mal bitte an die ran. Velocity, zeig auch mal das Backpack bitte hinten ganz kurz. Ah, Velocity ist schon ein cooler Skin. Also kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10. Von mir 8 von 10. Für 2000 V-Bucks. 4,1 von 5 bei 49 Votes war es beim 12. Mai 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 mal und 46 Reminders. Dann kommen wir zu Raptor. Den Raptor, zoom mal bitte an den ran. Den finde ich auch ganz cool. Kriegt von mir, auch da mal bitte zum Backpack drehen. Kriegt von mir 7 von 10 auch. Von mir kriegt er 10 von 10. 4,14 von 5 bei 180 Worts, das war am 14. Januar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 26 mal 45 Reminders. Dann kommen wir zum Sturmbomber. Finde ich ziemlich krass, das Teil eigentlich. Kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch.
3,9 von 5 bei 21 Votes zum ersten Mal am 12. Mai 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 Mal und 8 Reminders. Dann kommen wir zu, Moment. Wir haben noch einen. Partylöwe. Mega kranke Picke. Klopft mal da drauf auf den Werkzeugeffekt hier, genau. Wow, da kommt der Slurp raus. Für 1500 V-Bucks das Teil kriegt von mir definitiv 10 von 10. Von mir auch. Ist eine der krassesten Picken. 4,36 von 5 bei 43 Votes zum ersten Mal am 7. Januar 2018 im Shop gewesen, seitdem 26 Mal und 80 Reminders. Wir bewerten jetzt mal den Shop. Nein. Wir haben noch das Hündchen, den Rocky, so, als Backpack-Gefährten. So, und jetzt bin ich gespannt, weil ganz ehrlich, so einen gibt es. Also auch wenn er vielleicht andere Farben hat und so, aber den gibt es. So. Ja, den gibt es, aber das ist der Unterschied, das ist hier oben. Ja, ich möchte den Unterschied dann gerne mal sehen. Hier, den hier. Hier. Hier, man sieht auch mit meiner Maus hier, so, hier. Was? Das hier. Das hier oben. Siehst du die Farbe hier unten? Siehst du die Farbe hier oben? Das gibt's bei keinem anderen Hund. Auf Raptor so ein bisschen angepasst. Hier. Sein Kopf. Ist das dein Ernst? Ha? Dafür 1000 V-Bucks, geht doch. Dafür... Zeig mal bitte den normalen Hund. Geh mal bitte in den normalen Spind rein und zeig mal bitte den normalen Hund. So, den müsste ich ja auch, da ist er doch. Da unten, da ist er, da, oder? Ja. So, der sieht cool aus. Dann haben wir den in verschiedenen Styles. Geh mal, klick mal die Styles kurz durch. Der Style und der andere Style. Und jetzt geh nochmal bitte auf den ersten. Mhm. Davon, der erste sieht doch fast genauso aus. Passt, ja. Und dafür, auch unten, guck mal, die Tasche. Mhm. Die Tasche ist doch, das ist doch original die gleiche Tasche. Ja. Da ist nichts geändert. Geh mal bitte zurück in den Shop. Das ist doch genau das gleiche. Oder bin ich jetzt, müssen wir... Nur das vom Kopf. Der Kopf. Nur der Kopf ist ein bisschen hässlicher geworden. Und dafür soll ich 1000 V-Bucks bezahlen? Ist das euer Ernst? Ich finde den, also ganz ehrlich, Leute, ich finde den Hund cool. Ja, aber dafür den in den Shop für 1000 V-Bucks, so wie der da aussieht, no way von mir. Also, Moment, Leute. Wenn es jetzt einfach nur, wenn es der einzige Hund in diesem Game wäre, würde ich dem 10 von 10 geben. Genau. Aber dadurch, dass man ja einfach nur für dieses Ding da bezahlt, dann bewertet man ja nur diesen Kopf da. Genau. Kriegt er von mir 2 von 10. Das ist unfassbar. Das ist ein ganz, ganz miserabler Witz. Also Kein Voting und 7 Reminders. So, jetzt benoten wir nochmal den Shop. Ja, ich gebe dem. Ich sag's mal so, wir gucken uns nochmal den ganzen Shop an. Mittel, gut. Ich gebe dem dieses Mal sogar ein Love It. Boah, außerdem Rocky und außerdem Birdie. Ich wäre sogar bei Hated. Hated? Ich wäre. Okay, sogar dann kommen wir auf ein ganz klares jetzt mehr raus. So, weil Raptor Velocity, klar, die sind ganz cool, die waren ja jetzt schon öfter, sind sehr häufig im Shop schon gewesen. So, die anderen Items auf der rechten Seite finde ich jetzt auch nicht so krass, dass ich sage, bis auf den Elektro-Swing, aber der war auch schon 100 Mal drin gewesen. So. Ich habe jetzt mehr gegeben. Okay, weil Hated und Love It macht dich jetzt. Aber der Rocky als neu für 1000 V-Bucks, no way. Epic, no way. Das Ding kriegt, also wer das kauft, verstehe ich die Welt nicht mehr. Okay. Ja. Ja, wenn es euch gefallen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Justin, support the creator, kommt auf Falschrecht TV. Abonniert den Kanal und schreibt es hier. Dann sind wir als Fortnite zu meinem bisschen.